Cold Brew Coffee hat nichts mit kaltem Kaffee zu tun, den man unbedachterweise auf der Herdplatte stehen gelassen hat und dann unüberlegt trinkt und dabei den Schweppes-Effekt bekommt. Cold Brew Coffee hat auch nichts mit Kaffee zu tun, der aus Grönland kommt. Nein, nein. Cold Brew Coffee kommt aus dem Orient. Und im Orient war es üblich, Kaffees mit kaltem Wasser aufzusetzen, denn dabei löst sich keine Säure und die Bitterstoffe bleiben so weit wie es geht zurück. Die eigentlichen Aromen des Kaffees kommen aus der Bohne mit dem kalten Kaffee herausgespült. Zugegeben, die Brühzeit oder die Zubereitungszeit von 12 bis 18 Stunden ist gerade nichts für Coffee to go, Leute. Aber jetzt zeige ich Ihnen mal, wie man das über Nacht einfach und fix hinbekommen kann. Für das Cold Brew Verfahren haben wir hier in der Rösterei etwas rumexperimentiert und wir haben festgestellt, dass diese vier Kaffees, der Hamburger Kapitänskaffee, der Kaffee aus Toranja, die Südafrika Röstung oder der Kolumbien Supremo, sich für das Cold Brew Verfahren super eignen, um nur mit reinem kalten Wasser ihre Aromen perfekt abzugeben. Ganz einfache Rezeptur: Sie benötigen 40 Gramm Kaffeemehl und dann 1 Liter kaltes Wasser. Die Portionierung ist relativ simpel. Die meisten handelsüblichen Lote haben 7 Gramm. Die benötigen 40 Gramm. 6 mal 7 ist 40 Gramm. 6 Löffel. Und noch den letzten. Kaltes Wasser dazu. Den original dänischen Löffel aus Melamin umrühren. Das Ganze dauert jetzt 12 bis 18 Stunden. Jetzt kommt der Kaffee im Kühlschrank und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne gute Nacht. Schönen guten Morgen. 18 Stunden später, 40 Gramm haben in 1 Liter Wasser die Nacht verbracht. Das Ergebnis ist ein Cold Brew Coffee. Dieser Kaffee mit sehr feinem Aroma, ganz wenig Bitterstoffen und ganz wenig Säure, da das kalte Wasser nur die Aromen löst. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, den Kaffee gleich zu genießen. Sie nehmen sich etwas von diesem kühlen Kaffee, in dem eventuell kleine Schwebstoffe drin sein könnten. Oder Sie filtern den Kaffee nochmal und befreien ihn von den Schwebstoffen. In diesem Fall, wo Sie den Kaffee noch einmal durch einen Papierfilter gezogen haben, bekommen Sie einen ganz klaren kalten Kaffee. Eine ganz wichtige Zusatzinformation: Bitte rühren Sie den Cold Brew Coffee am Morgen nicht mehr um. Der original dänische Löffel muss heute nicht mehr arbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Cold Brew Coffee. Verfeinern kann man das Ganze noch mit etwas Eis oder feiner Milch.